dass eure Verhaftung baldmöglichst im Gefängnis wird. Der Mann soll kurzfristig verhört werden. Ihr seid verantwortlich, dass bei der Überführung nichts schief geht. Ja, mache ich ja dann gleich. Wart mal kurz noch. Achtung, Kollegen! Ein Bombenleger hat sich gemeldet. Er droht, den lokalen Campingplatz in Schutt und Asche zu legen. Wagen 34 an Zentrale. Der Campingplatz müsste leicht zu evakuieren sein. Naja, dieses Wochenende findet ein Lauf des C11 Cups statt. Unzählige Rennsportfans campen auf dem Platz. Hallo, wir sind von der Kripo Autobahn. Arbeiten Sie hier? Ja, selbst und ständig. Sind hier schon mal Männer aufgetaucht, die Ihnen verdächtig vorkamen? Wir haben auch ein paar Fotos dabei. Ah, tut mir leid. Ich kann mir Gesichter zwar gut merken, aber ich beschränke mich auf die, die mich besonders ärgern. Also von denen hat Sie also noch niemand geärgert? Nein. Okay, tun Sie uns bitte den Gefallen und melden sich bei uns, falls Ihnen jemand von denen über den Weg läuft, okay? Wenn Sie mir den Gefallen tun und eine Handvoll meiner Campinggäste besuchen. Aha, und warum sollten wir das tun? Damit Sie Ihre Platzgebühr bezahlen. Das sind die Gäste, die mir nur mit Ausreden, aber nicht mit Bargeld kommen. Meistens verschwinden sie dann unbemerkt und lassen mich mit der offenen Rechnung sitzen. Kann ich verstehen, dass Sie das ärgert. Mich würde mal interessieren, wie die Zechpriller reagieren, wenn plötzlich jemand mit einer Polizeimarke vor ihnen steht. Ist ja eigentlich nicht unsere Baustelle, aber für die Gegenleistung drehen wir eine kleine Runde. Knöpfen Sie den Campern das Geld ab oder schicken Sie sie weg. In der Zeit präge ich mir die Gesichter auf den Fotos ein. So, ja. Dann treiben wir mal das Geld ein oder holen das Geld zusammen. Oh, mit einem schicken Camping... nein, Golfauto. Mit originellem Sound. Dann kann man richtig die Straßen entlang heizen. Sogar Nitro hat's. Ups. Boah, ist der Schirm hart. Fährt man voll dagegen und hab die Scheibe vom Fahrzeug zerstört. Nein, ich habe schon 3% Schaden am Fahrzeug. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die 2% jetzt zum Schluss bekomme. Aber ja, die Mission sollten wir eigentlich geschafft haben. Ja. Haben wir auch. So. So, jetzt haben wir auch das Golfcar freigeschaltet. Und wie ihr jetzt hier seht, haben wir ja schon 4 aktive Informanten, 2 Autobahnen im Stadtgebiet. Also jeweils. Und schon 34 installierte Kameras. Das ist ja richtig gut. Und aufgedeckte Standorte haben wir nur 7 Stück bis jetzt. Und es sind ja noch 105 besetzt. Und verhaftet haben wir schon 5. Und aktive Mitglieder gibt es noch 47. Hm. Wo kann ich denn mal machen? Aber ich glaube, hier gibt es auch noch eine sehr nette Mission. Ja, wo ist denn die jetzt? Glaube Tankstelle Nord. Da gucke ich jetzt einfach mal. Ist glaube ich schon egal, was ich mit dem Auto nehme. Nee, ich muss da schnell gewesen. Ach, ich nehme mir mal das Golfcart, ich weiß ja nicht. Also ein billiges Auto wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Bio Rally. Oh ja, der sieht ja ganz schön cool aus. Den nehme ich mir einfach mal. Prinz Diesel, Autobahnpolizei. Ihr guter Geist in allen Lagen. Ach, sieh an, die Streckenposten der A4. Würden Sie einen Blick auf die Fotos werfen und uns sagen, ob Sie diese Männer schon mal gesehen haben? Denken Sie wirklich, dass ich mir hier alle Leute merke für den Fall, dass Sie vorbeikommen und fragen? Vielleicht haben Sie Kameraaufzeichnungen, die wir uns ansehen könnten? Aufzeichnungen, ja. Ansehen, nein. Ah, sehr kooperativ. Das heißt also, wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl? Das oder Sie finden den Tanklaster, auf den ich schon seit Stunden warte. Irgendwie ist er verschollen.
Sie wissen schon, dass wir Cobra 11 sind und nicht so eine Vermisstenserie vom Fernsehen, oder? Ach. Okay, den Tanklast haben wir vermutlich schneller gefunden, als wir einen Durchsuchungsbefehl bekommen. Also schauen wir mal, ob wir den Spritriesen finden. Wenn ich wieder Benzin in den Zapfsäulen habe, dann läuft das Geschäft wieder. Ich melde mich dann, wenn ich einen dieser Männer auf den Fotos sehe. Den Durchsuchungsbefehl könnt ihr euch dann schenken. Gut, dann suchen wir mal den Tanklaster. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und dann fahren wir mal mit dem Priorelli. Der Tanklaster ist ja auch schon, glaube ich, gleich da vorne, denn wir haben ja nur noch eine Minute Zeit, also sollten wir uns etwas beeilen. Aber mit dem Schaden sollte ich auch aufpassen, dass ich nicht zu viel Schaden bekomme. Und da vorne steht er dann auch schon an der Tankstelle hier drüben. Ah. Ich glaube, das sollte ich jetzt noch schaffen. No, da ist er. Und einmal daneben anhalten. Sieh an, der vermisste Tanklaster. Und kein Fahrer weit und breit. Okay, fahren wir den Bomber zur Tankstelle. So, da fahren wir jetzt mal den Bomber zur Tankstelle. So, mal gucken, wo soll ich denn jetzt langfahren auf der Karte? Na gut, ich sollte jetzt einmal außen rumfahren. Na, ich nehme vielleicht mal die Abkürzung und fahre halt gegen den Verkehr. Ich darf halt nur 5% Schaden, sonst geht mir der Tanklaster in die Luft, also explodiert. Aber ich fahre trotzdem gegen den Verkehr, weil das geht schneller. Ich hätte zwar 3 Minuten Zeit, aber na egal, Achtung. Mit Nitro ausgestattet fahren wir jetzt über die Autobahn. Und ich glaube, nach der Mission haben wir auch den Tanklaster freigeschaltet. Wenn ich mich nicht irren sollte. Und der Ben fährt schön alleine mit 140 mit dem Tanklaster über die Autobahn. Dann einmal da durch. Ach du Scheiße, da kommen ja schon gleich jede Menge Autos entgegen. Also bloß nicht ein Autorahmen. Wir sehen, mir fährt da drüben die Priorelli. Wo fährt der denn jetzt lang? Wow! Den habe ich gar nicht gesehen. Alter, Glück gehabt. Na, da vorne wartet ja schon Prinz Diesel auf den Tanklaster. Sehen wir ja gleich da, denn dein LKW kommt schon. Scheiße, jetzt am Ende ist er explodiert. Oh, hätte so aufgepasst. Ey, Kacke. Wiederholen. Aber der Ben lebt noch. Sehr interessant. Bei diesmal Innenansicht. Und diesmal hoffe ich, dass alles glatt läuft und nicht wieder der LKW explodiert, wie gerade eben halt. Nein! Oh, scheiße. Zum Glück nur 1% Schaden.
Oh, das ist glaube ich der Ben. Und der hat sogar ein Loch in der Hose. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich mal etwas langsamer. Ich habe schließlich noch 2 Minuten Zeit. Ah, diesmal ist er heil angekommen. Oh, cool, und wir haben jetzt auch die Tanklaster freigeschaltet und da gehe ich jetzt nochmal ins Stadtgebiet. Da will nochmal kurz was machen. Wo ist das denn jetzt? Ach, egal, ich stehe einfach an der Citywache. Na. Bierlaster, Tank, einem Tanklaster, finde ich besser. Sodele. Warum fährt er denn jetzt nicht los? Puh, ist der da hinten eingeklemmt? So, einmal mit dem Tanklaster. Ich weiß nicht, ja. Fahre ich jetzt mal zu einem Bahnübergang und dann probiere ich jetzt mal den Tanklaster von seinem, also die Zugmaschine von seinem Anhänger zu trennen. Wow, Achtung. Oh, LKW Crash mitten in der Stadt. Nur halt ohne Explosion. Bam, 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 bam. Einmal die Ampel weggefährt und hier links ist auch schon die der Bahnübergang. Wenn denn dann gleich mal ein Zug kommen sollte. So lange warte ich noch mal. Oder ich stelle einfach mal den LKW hier auf die Schiene. Ich warte mal hier drüben. Oh, da kommt schon ein Zug. Also stellen wir mal den LKW schön. Wow! Der kam aber schnell. Und Alter, ist mein LKW weggefetzt. Und wir stehen mitten auf dem Zug. Ein sehr schönes Bild. Ja, und den Tempel weg. Ich würde aber freuen, wieder ein Dienstwagen im Eimer. Der ist jetzt aber zerquetscht und mitten im Wald versunken. Ja, das war's von meinen nächsten beiden Teilen. Also, ja, von meinem nächsten, siebten und achten Teil war das jetzt, der siebte und achte Teil war das jetzt, glaube ich. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen mit einem coolen Ende. Ja, und dann bis zum nächsten Teil. Und kommentiert und abonniert. Ciao.